Hallo Leute, in diesem Video versuche ich euch etwas über die Framing-Methoden zu erklären, die wir in der Netzwerktechnik haben. Dazu gehört zum Beispiel das Bytecount. Hinter Bytecount steckt die Idee, dass wir sagen, wir definieren uns auf unseren Frames. Wir haben ja beim OSI-Modell haben wir ja Schicht 1 und 2. Das, was auf Frame 2 oder auf Schicht 2 sozusagen daherkommt, hier steht der Inhalt drin und das sind meine einzelnen Datenpakete. Das ist mein Inhalt. Das will ich ja eher irgendwie auf Schicht 1 auf dem Kabel sozusagen, das ich habe, herumschicken. So, dazu gehe ich jetzt her, wandle das hier sozusagen, ich mache das jetzt mal andere Farbe rot, das hier will ich in Nullen und Einsen umwandeln, ins Binärsystem. Damit ich das machen kann, definiere ich für jedes Frame sozusagen eine vordefinierte Länge und sage, jede hat, sagen wir, 5 Stellen. Das nächste hat wieder 5 Stellen und so weiter. So. Als Beispiel nehme ich hier mal hier ein Feld. Mit 5, 1, 2, 3, 4. Das ist sozusagen mein erstes Feld. Oder mein erstes Frame besser gesagt. Jetzt habe ich mir einen zweiten Frame hier sozusagen dazu gebastelt. Das wäre der hier. Das ist mein Frame 2. So, und was habe ich jetzt nun gemacht? Ich definiere mir hier sozusagen nun mit 5, dass an jeder fünften Stelle sozusagen ich die Länge definiere, wie lang ein Frame ist. Man könnte auch sagen, das hier ist der Inhalt und das hier ist sozusagen eine Spezifikation, wie lang ist ein Frame. So, das schicke ich durch und hier definiere ich mir wieder sozusagen die Framelänge. Und hier sende ich den eigentlichen Inhalt. Ich muss mir natürlich zwischen dem Sender und dem Empfänger der Nachrichten einen Standard ausdenken, wo ich definiere sozusagen, dass jedes Frame 5 Ziffern lang ist, sozusagen. Ich brauche einfach einen Standard zur Übermittlung, damit beide Bescheid wissen, was sozusagen der Inhalt des Frames ist und was die Länge definiert und das Ganze auseinander trennt. Hier habe ich mir nun quasi von oben das hier noch einmal kopiert, um jetzt zu zeigen, was passiert, wenn ich das Ganze ergänze. Ich kann hier jetzt zum Beispiel mir meinen Frame 3 definieren. Und sage, ich schreibe hier rein 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das Ganze kann ich natürlich wieder erweitern.
wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann wieder ein Frame basteln und sagen 8, 7, 8, 9, 0, 1, 2 und 3. So, was habe ich hier jetzt gemacht? Ich habe sozusagen festgelegt, dass hier ich jetzt sage und hier ich jetzt nun sage, mein Frame soll nicht mehr 5 Byte lang sein, wie hier. Haben wir quasi 5 Byte, sondern wir haben nun hier 8 Byte. Jetzt habe ich mir einfach wieder eine neue Länge definiert. Man vergesse bitte das S hier hinten. So, ich habe mir nun eine neue Länge definiert, wie lang jetzt meine Frames hier sein sollen. Und habe wieder hier quasi die Festlegung der Länge. Und hier quasi, man sollte es natürlich richtig zeichnen, und von hier bis hier quasi den Inhalt.